Eine Woche Vase. Die Abendshow. Guten Abend, Berlin und Brandenburg. Ah, 20 Uhr, Zeit für die Abendshow. Herzlich willkommen. Ihre geballte Ladung, Wahnsinn aus Berlin und Brandenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Bleiben Sie bei uns. Und ich habe heute einen Wahnsinnsgast bei mir. Wenn Sie in den Nullerjahren die Bravo gelesen haben, dann wissen Sie schon, wer heute kommt. Es geht um Sie. Sie ist zurück, La Fee. Für den Rest erklären wir das später. Der Wahlkampf ist in vollem Gange, Sie werden es mitbekommen haben. Und in Berlin ja gleich doppelt. Rotes Rathaus und Bundestag. Die Straßen sind stellenweise so mit Plakaten zugepflastert. Viele Berliner fragen sich schon, ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann meinen Sperrmüll nirgends mehr hin. Das hängt alles. Scheiße. Viele Politiker machen fast alles, um sich an die Wähler ranzufanzen aktuell. Ja, gucken Sie mal, Franziska Giffey, die setzt sich sogar einen Helm auf und hält einen Bauplan in der Hand. Und wenn Sie jetzt sagen, also das ist doch unrealistisch, das traue ich dir überhaupt nicht zu, da irgendwie ein Haus zu planen. Schauen Sie mal, hier, das ist der Bauplan. Das kriegt sie schon hin, das traue ich ihr zu, hat sie kopiert. Ja. Noch 3 Wochen, dann können wir endlich unser Kreuzchen machen. Und nicht nur bei Parteien, sondern auch beim Wohnungsvolksentscheid. Endlich geht es in Berlin mal wieder um Enteignung, oder? Oh, da freue ich mich. Ja. Na komm, damit haben wir hier in der Stadt gute Erfahrungen gemacht, ne? Natürlich, Volkseigentum, Sie erinnern sich. Es waren doch schöne Zeiten, als es damals im Prenzlauer Berg Balkone geregnet hat, oder? Das kann man nicht vergessen. Mit Ihrer Wahlbescheinigung hatten Sie dann wahrscheinlich auch hier so ein Infoblatt im Briefkasten. Ich habe mir es mal durchgelesen, damit Sie es nicht tun müssen. Der Vorschlag, gut 250.000 Wohnungen sollen an die Genossenschaften gehen. Damit soll rückgängig gemacht werden, dass die Immobilienfirmen den Mietpreis ja angeblich künstlich nach oben getrieben haben. Künstliche Preise nach oben treiben, Sie kennen das, in Berlin-Mitte sagt man, der Kuchen heißt jetzt Tart. 7 Euro bitte. Ja, das ist original. Das ist, und wo wir gerade bei teuer sind, was eine Runde Enteignung so kostet, ist ein bisschen unklar. Die Initiative selber rechnet mit flockigen 7 Milliarden Euro. Der Senat behauptet, das würde mal so fluffig 36 Milliarden Euro kosten. Das ist zum Nachrechnen ein Unterschied von genau einem Hochwasser. Und jetzt ist es so. Beim Enteignen wird ja keine einzige neue Wohnung gebaut. Das ist wichtig. Ne? Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja gut, aber wie viele neue Wohnungen könnte man denn jetzt mit 7 bis 36 Milliarden Euro bauen? Ich kann das kurz mal in meinem Fleischtaschenrechner nachrechnen. Verdammt viele, Freunde. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Man weiß also nicht, was es kostet, aber einigen wir uns einfach mal darauf, es wird teuer. Dabei ist doch gar nicht klar, ob so ein Entscheid überhaupt umgesetzt werden kann. Ne? Und das, Freunde, kennen wir schon. Wir erinnern uns an 2017. Da wurde ja dafür gestimmt, dass der Flughafen Tegel weiter geöffnet bleibt. Und was hat unser lieber Senat daraus gemacht? Ich habe das immer gesagt, wie das Votum auch ausgeht. Die rechtliche Situation kann man nicht einfach wegbeschließen. Ja. Ich übersetze das mal. Da könnt ihr so viel Volksentscheid spielen, wie ihr wollt. Das kassiert sowieso das Gericht. Das ist die Logik. Das Wohnungsproblem wird so übrigens auch nicht gelöst. Allerhöchste Zeit, dass wir uns nach alternativen Wohnmöglichkeiten in Berlin umschauen. Carsten van Rissen sorgt für bezahlbaren Wohnraum mitten in der Stadt. Zahlen Sie zu viel Miete? Ja. Sie hassen miserable Wohnungsbaupolitik. Sie hassen geldgierige Vermieter. Nun, es geht auch gut, fair und preiswert. Mit dem Tiny Throw House. Könnten Sie sich vorstellen, da einzuziehen? Ja, also wenn ich 10 Jahre alt wäre, könnte ich mir das vorstellen, in meinem Alter leider nicht. 30 Euro im Monat. Da ist der Mietendeckel schon eingebaut in dem Zelt. Das ist gut. Ist das großzügig geschnitten oder nicht? Das reicht. Es ist nicht mal lang genug, um dass man da richtig drin liegen kann. Sie können doch aber in der Breite liegen vielleicht. Ja, vielleicht, wenn ich mich krumm mache. Ist das ein Knaller oder nicht? 30 Euro, Alter! 30 Euro monatlich? Ja. Muss ich hier bleiben? Immer? Ja, Sie wohnen hier. Gucken Sie mal. Hier haben Sie direkt U-Bahn-Verbindung. Da drüben sind die Polizisten. Die passen auf Sie auf. Ja, da holen Sie sich umsonst Internet. Da, ja. Bei der Galeria Kaufhof. Ich bin quasi, ich sag mal so, dein Glückstreffer. Ich bin der Makler der Herzen. Nee. Wir haben keinen Mietendeckel mehr. 30 Euro im Monat, das ist doch ein Angebot, oder? Nee, ich lehne ab. Dann sagen wir 40 Euro, weil Sie es sind. Auch nicht. 50? Nein. 60. Könnten Sie sich vorstellen, in ein Zelt zu ziehen? Ich habe früher für 30 Euro. Viel gezeltet mit meinem Mann, aber jetzt mit 81 Jahren kann ich das nicht mehr. Da würde ich mich eher umbringen. Wie willst du denn duschen? Duschen ist da. Was? Duschen ist da, da ist die City-Toilette und da drüben ist die Polizei.
Das heißt also, ihr könnt alles so lassen, wie aber ihr geht einfach shoppen, ihr geht spazieren und seid glücklich. Endlich eine neue Bude, endlich ein sorgenfreies Leben, endlich eine niedrige Miete. Zurück zu Ingmar Stadelmann. Ja, willkommen bei der Abendshow. Bleiben wir beim Thema Wohnen. Wir kennen das ja. Jeder Berliner Bezirk wird ja irgendwann zum Trendbezirk erklärt, solange sich dort junge Leute die Miete noch leisten können. Und danach wird's halt teuer. Ne? War beim Prenzlauer Berg so, Friedrichshain, Kreuzberg, zack, alles gentrifiziert. Ist immer nur eine Frage der Zeit, wann dieser eklige Wanderpokal weitergereicht wird. Und ich frage mich tatsächlich, wann heißt es endlich abgefahrenes Altklinike? Oder hippes Heiligensee? Oder der richtige Knaller, cooles Kohlhaasenbrück? Ja, das gibt es wirklich. Ja. Insider nennen es übrigens Cool Hazen Brooklyn. Und wenn alles glatt läuft, dann berichtet bestimmt auch bald die Tagesschau drüber. Sheesh. Ja, nur ein Bezirk, der ist irgendwie anders. Der Wedding. Ne? Denn der ist schon seit 20 Jahren im Kommen. Es ist der längste Witz Berlins. Wedding wird cool. Das ist schon Wahnsinn, wie diese ganzen Immobilienfuzis den Wedding mittlerweile mit blumigen Worten vermarkten. Hier, das ist eine echte Wohnungsanzeige. Ein Meisterwerk der Werbetexterei. Ich zitiere. Der zentrale Innenstadtbezirk gilt als das neue Mitte. Die Zeiten als Bezirk der Industriearbeiter sind längst vorbei. Heute bietet der Wedding echten Berliner Charme. Und viel Erfindergeist. Ja, das übersetze ich gerne für Sie. Das heißt so viel wie, die Proleten sind raus, jetzt wird's schön. Ja? Unsere Reporterin Carla Gumbrecht, die ist im Wedding groß geworden. Und die hat mal nachgefragt, ob die Leute vor Ort eigentlich schon mitbekommen haben, dass sie voll im Trend sind. Die Welt will Wedding. Willkommen im Trendbezirk. Hey, der Wedding ist der beste Bezirk der Welt, oder? Geschmackssache. Wussten Sie, dass der Wedding jetzt kommt? Ja, was ist da ankommen? Der Wedding kommt. Der kommt. Wo kommt der hin? Wir sind doch hier. Trendbezirk, davon merken wir nichts. Aber wenn ich hier bin, ist es natürlich der Trend. Was ist denn so das Besondere am Wedding? Ja, nicht, der Name. Ich stehe hier an der Müllerstraße und hier liegt Müll auf der Straße. Also, wie glaubwürdig kann Wedding eigentlich sein? Wie finden Sie es bisher so? Schmutzig. Schmutzig? Aber das ist doch Kunst, oder? Ja, ja, das ist Kunst, ja. Wenn ich irgendwas hinschmeiße. Nirgendwo ist die Berliner Kreativszene so sichtbar wie hier im Wedding. Was machst du mit dem Stuhl heute noch? Lernen. Ach so, ich dachte, das wäre so ein bisschen kreativ. Das trägt man heute so vielleicht im Wedding. Was ist denn so Ihre kreative Leistung im Wedding gewesen die letzten Tage? Der Bene schön still halten. Okay. Ich bin eher so, der nie irgendwas tut. Sie wissen schon, dass es der 6. beliebteste Platz der Welt ist als Stadtbezirk. Hm. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch andere Städte, die auch gut sind. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Der Wedding. Aber da muss ich mal persönlich zu Ihnen sprechen. Erinnern Sie sich noch, wie schön still und leer es in dieser Stadt war während des Lockdowns? Keine Touristen, keine Probleme. Keine Geräusche. Ja. Und jetzt werde ich wieder jeden Morgen geweckt durch Rollkoffer. Sind Sie alle wieder da? Die ganzen Touristen. Ne? Und was noch gefährlicher ist als Touris mit Rollkoffern? Richtig, Touris auf dem E-Roller. Junge, ist es hier voll. Alter, wieso ist es hier so voll? Junge, ist es hier voll. Jo, Junge, da klebt eine Oma an meinem Roller. Junge, wo kommt die denn her? Jo. Viele Jugendliche kennen das Prinzip der Roller, ja? Benutzen und dann einfach fallen lassen, wenn du keinen Bock mehr hast. So wie die Ex. Aber, ja, das wäre nicht Berlin, wenn man den Trend hier nicht schon aufs nächste Level gebumst hätte. Scooter Sharing Sharing heißt es. Hier, 3 Leute auf einem Scooter. Richtig irre, ne? Ich meine, andererseits immer noch mehr Platz als morgens in der Ringbahn, oder? Ich meine, was die E-Roller wirklich zur Mobilitätswende beitragen, weiß auch kein Mensch so richtig. Sie werden hauptsächlich von Touristen benutzt, die die Strecke eigentlich auch hätten laufen können. Und abends werden sie von dieselkleinen Bussen zum Aufladen gefahren. Aber es gibt ja eine Touristenattraktion, die ist noch schlechter für unsere Luft. Und zwar die ganzen Ausflugsdampfer. Ja, während im Straßenverkehr die Dreckschleudern aus der City verbannt wurden, dürfen die auf dem Wasser fröhlich weiter die Luft verpesten. Warum wird da eigentlich nicht auf Elektro umgestiegen? Sag ich Ihnen, aber Achtung. Bloß nicht aufregen.
Was hat uns Rot-Rot-Grün nicht alles versprochen, oder? Die große Verkehrswende. Und was haben sie geschafft? Pop-up-Radwege wurden aber wieder einkassiert. City-Maut ist gescheitert. Friedrichstraße ohne Autos, dann aber auch ohne Kunden. Also richtig geil gelaufen alles. Noch weniger passiert ist allerdings bei den Tourischiffen auf der Spree, nämlich nüscht. Die Dampfer qualmen einfach ungehindert vor sich hin, wie vor 100 Jahren. Auch wenn die Reedereien das natürlich ganz anders bewerben. Dabei steht Umweltschutz für die Stern- und Kreisschifffahrt bei all ihren Unternehmungen an vorderster Stelle. So haben wir auf mehreren Schiffen Rußpartikelfilteranlagen eingebaut. Rußpartikelfilter? Ja, klingt gut, bedeutet aber einfach nur, über einen Schornstein liegt ein Stück Löschpapier. Kein Wunder, die Schiffe sind ja auch alle irre alt und die fahren schon ewig durch Berlin. Hier, ne? Kommt Ihnen bekannt vor, der Clip, als hätten Sie schon mal gesehen, ne? Ist aus den 90ern. Ja, und gleich kommt Günther Filzmann um die Ecke mit einer Kapitänsmütze. Mann, ey. Aber ohne Quatsch, in Berlin gibt es ungefähr 100 Touridampfer und 8 davon haben Rußpartikelfilter. 8 von 100. Das ist ein bisschen so, als wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen und sagen, ja, ey, hoch 100, selbst die dreht ihr am Tag. Aber keine Angst, 8 haben Filter. Der Hammer kommt aber noch. Die Fahrgastschiffe stoßen zusammen ungefähr so viel Ruß aus wie 120.000 Autos auf Berliner Straßen. Und da sind die ganzen angezündeten Karren in Kreuzberg noch nicht mehr mit eingerechnet. Und richtig bekloppt, die meisten Schiffe, die tuckern ja innerhalb des S-Bahn-Rings. Und da sagen sie jetzt, ey, warte mal, innerhalb des S-Bahn-Rings, da war doch was, da war doch was. Den meisten Schiffern ist es egal, dass oben auf den Straßen die Berliner Umweltzone mit strengen Feinstaubregeln gilt, obwohl viele ihre Schiffsmotoren nicht mal die rote Umweltplakette bekommen würden. Leute, die Dinger rußen eiskalt durch die Umweltzone. Deswegen haben die haben noch nicht mal den niedrigsten Standard, den die erfüllen. Nicht mal die rote Plakette. Selbst Volker Bouffier kriegt die rote Plakette. Hallo. Mein Name ist Volker Bouffier und ich habe die rote Plakette. Ja. Und nun zum Verständnis. Während die Schiffe als Autos unterwegs wären, dann dürfen die da im Ring gar nicht fahren. Aber hey, es gibt eine Alternative zu den ganzen Dreckschleudern. Elektroboote, ja. Die sind nicht nur umweltfreundlich und absolut emissionsfrei, die haben auch noch andere Vorteile. Unsere Gäste an Bord haben halt keinen Gestank, keine Vibrationen und auch keine entsprechenden Geräusche. Das Schiff fährt nahezu geräuschlos. So, und das ist doch mal eine saubere Sache. Und leisere Schiffe, da freuen sich doch dann auch die Anwohner am Wasser. Und da fragen Sie sich jetzt bestimmt, ja, stimmt, warum gibt es eigentlich nicht viel, viel mehr E-Boote auf der Spree? Das Problem liegt bei den Anlegestellen in der City. Die sind schon seit Jahren in fester Hand, und zwar von den alteingesessenen Dieselreedereien. Das erschwert natürlich enorm den Marktzugang für neue Marktteilnehmer. Also wir als Neulinge haben es unheimlich schwer, in der Innenstadt anlegen zu dürfen, weil die, sag ich mal, alteingesessenen Reedereien uns das natürlich nicht genehmigen. Richtig bekloppt. Und es kommt noch geiler. Den alten Reedereien gehören nicht nur die Anleger. Die haben auch schon vor Jahrzehnten Pachtverträge für das Wasser um die Stege herum abgeschlossen. Und diese Verträge laufen einfach immer weiter und weiter und weiter und weiter. Neue Unternehmen, die Fahrten mit Elektrobooten anbieten wollen, die haben gar keine Chance. Schade, ne? Also für Diesel, der dann immer siegt. Das war's, die Abendschuss zu Ende. Gute Nacht. Nein, Moment. So einfach ist es nicht. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, trotzdem mit seinem E-Schiff in der Innenstadt anzulegen. Option 1, in den Reedereiverband eintreten. Ich meine, wer da Mitglied ist, ich meine, der kann doch dann auch die Anlegestellen benutzen, oder? Die nehmen uns neue Räder, die mit Elektroschiffen unterwegs sind, nicht auf. Das verwundert auch nicht sehr, weil der Vorsitzende des Reederverbands der größte Schiffsdieselverkäufer der Stadt ist. Wie geil ist das denn bitte? Das ist einfach ein gigantisches Dieselkartell. Der Typ, der im großen Stil Schiffsdiesel verkauft, sitzt bei den Reedereien am Ruder. Boah, genial. Gut, wir haben noch eine andere Option. Man könnte doch einen eigenen Anleger bauen. Und genau das haben die Elektroreedereien auch vor 3 Jahren beantragt. An der einzigen noch verbleibenden Stelle für einen Anleger in der City, im Humboldthafen, direkt am Hauptbahnhof. Allerdings... Das wurde 3 Jahre lang von der Rot-Rot-Grünen Senat leider nicht gefördert. Seit einem Jahr ist man sich nun im Klaren, dass die Dieselräder, die dort eigentlich wieder zum Zuge kommen sollten, dass man das nicht politisch durchsetzen kann. Okay, einen Dieselanleger gibt es nicht. Aber damit wäre doch der Weg frei für die Elektroschiffe, oder? Denken Sie. Aber nicht mit der Berliner Wasserbehörde. Die sagt, Dieselanleger?
oder gar kein Anleger. Damit wird es auch noch weitere Jahre dauern, bis es in Berlin endlich einen Anleger für Elektroboote gibt. Unfassbar, oder? Gut, es gibt noch Hoffnung. Ja, immerhin untersucht das Kartellamt jetzt die Reedereien wegen der alten Pachtverträge. Sie erinnern sich, laufen und laufen und laufen. Ne? Und unsere Verkehrssenatorin Regine Günther hat ein Förderprogramm für Elektroschiffe gestartet. Es gibt aber einen kleinen Haken. Voraussetzung für die Beantragung ist, dass sie im Besitz oder im Eigentum eines Anlegers sind, der einen Elektrozugang hat. Haben wir nicht. Moment, das haben wir uns nicht ausgedacht. Man braucht eine Anlegestelle mit passender Ladesteckdose für das Schiff. Eine Anlegestelle für das Schiff, die man nirgends bekommt, weil die Verwaltung das ja nicht gebacken kriegt. Hallo, Frau Günther. Ist das hier ernst oder was? Jetzt fangen Sie doch endlich mal an, ernsthaft sich für saubere Schiffe einzusetzen. Sie sind doch hier quasi Kapitänin. Sie sind am Ruder. Sonst schicke ich Ihnen mal da in Ihr Büro den Volker Buffet vorbei. Nur fürs Gefühl. Hallo, mein Name ist Volker Buffet und ich rauche hier alles voll. Bloß nicht aufregen. Ja. Und an der Stelle ein kurzer Blick nach Brandenburg. Ja, in Brandenburg, war für mich der Witz. In Brandenburg macht man sich die Verkehrswende im Prinzip selbst. Hier, ein handgemalter Radweg. Echtes Foto. Ja, kein Witz. Und der Mann hatte offensichtlich getrunken. Mich. Ja. Wir in Berlin wissen, Verkehrswende geht nicht von heute auf morgen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, also bei vielen Autofahrern, da hat er wirklich schon Umdenken eingesetzt. Benzin im Blut. Kraft durch Feinstaub steht auf seinem Pullover. Sein Benziner verbraucht 17 Liter, wenn er es eilig hat, aber auch mal 37. Wisst, weil alles nur noch für Fahrradfahrer ist, obwohl die Kraftfahrzeugstraßen sind. Wir bezahlen nicht alles, die Autofahrer, Radfahrwege, alles, was wir jetzt bauen. Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Und natürlich auch hier hauptverantwortlich Grünverkehrssenatorin Regine Günther. Sie wissen schon, die Frau, die sich wichtige Dinge auch gerne mal auf die Hand schreibt, weil hinter den Ohren ist kein Platz mehr. Ihr Mantra, Verbrenner raus aus der City. Apropos, haben Sie es gehört? Nirgendwo in Deutschland werden so viele Autos geklaut wie in Berlin. Und viele merken das auch erst, wenn sie im Stau stehen und das Lenkrad fehlt. Wo ist mein Auto und warum bin ich nackt? Die Grünen wollen, dass die Autos aus der Stadt verschwinden. Okay, Moment mal. Und gleichzeitig werden in Berlin so viele Autos geklaut wie nirgendwo sonst? Ein Zufall? Ich glaube nicht. Im Dunkeln schlagen sie zu. Professionell, effizient, eiskalt. Demnach wurden in Berlin 3.130 Casco-versicherte Autos gestohlen. Das ist bundesweit gesehen jeder fünfte Autodiebstahl. Bislang ging man von osteuropäischen Autoknackerbanden aus. Doch jetzt deckt die Abendshow die wahren Hintermänner auf. Ein Autoknacker packt aus, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Los ging das im letzten Jahr. Da hat sich ein gewisser Günther gemeldet. Ja, und bei unserem ersten Kontakt, bei unserem ersten Treffen, da haben wir dann festgestellt, Mann, das ist überhaupt kein Günther, das ist eine Regine. Günther, Regine. Ein böser Verdacht fällt auf die Verkehrssenatoren. Und tatsächlich, das Abendshow-Investigativteam hat den Klimaplan der Grünen dekodiert. Ordnet man die Anfangsbuchstaben des letzten Satzes, ergibt sich folgendes Codewort. Sprit schleudern klauen. Na, der Auftrag war ganz klar. Regine wollte, dass wir nur SUVs klauen, die zwischen 15 und 20 Liter Sprit auf 100 Kilometer verbrauchen. Naja, und dann die Karren aus der Stadt schaffen. Das haben wir gemacht. Das machen wir immer noch. Autodiebstahl. Ein zentraler Bestandteil der rot-rot-grünen Verkehrs- und Klimawende? Nur ein Verdacht? Nein. Eine geheime Notiz verrät die Verkehrssenatoren live im TV. Das Abendshow-Forensik-Team entschlüsselt die Botschaft. Autoschieber wirken. Wahnsinn, was für eine Investigativgeschichte. Hier in der Abendshow erzählen wir Ihnen ja jede Woche die wahnsinnigsten Geschichten. Da geht es mal um Fehlplanung, mal um Größenwahn oder Energieverschwendung. Ja, und wenn alles richtig gut für uns läuft, dann kommt alles zusammen und es geht um alles drei. Und das haben wir jetzt für Sie. Eine wirklich wahre Geschichte um ein Parkhaus ohne Auffahrt und richtig geraten ohne Autos von Ulrich Krüwel.
Innerstädtischer Raum ist kostbar und muss genutzt werden. Da sind sich alle einig. Die Deutsche Bahn geht da mit bestem Beispiel voran. Über den Gleisen des Südkreuzes Fußballfelder feinster Beton. Ja, hier oben sieht es ein bisschen traurig aus. Ja, sieht aus, als wenn es ein Parkplatz werden sollte. Aber seit Jahren ungenutzt, verkommt. Stimmt, das sollte ein Parkplatz werden. Ist ja auch einer, nur ohne Autos. Dafür mit diesem wie zufällig platzierten Scherbenmeer. Da kürzt man lieber Kleingartenkolonien. Und so eine Flächen hier sind frei, die sich optimal für Bebauung anbieten würden. Optimal? Nächster. Dieser Ort bleibt so, wie er ist, sagt die Bahn, als Freiraum für Freigeister. Und der muss natürlich auch tagsüber beleuchtet werden. Und ist Ihnen aufgefallen, dass die Lampen hier die ganze Zeit leuchten? Das ist uns von unten aufgefallen und deshalb sind wir eigentlich hier hochgegangen. In Fragen der CO2-Emissionen und Klimaverbesserung ist das vielleicht nicht der richtige Weg. So ist dieser verhinderte Parkplatz nicht nur ein Beispiel für exzellent genutzten Stadtraum, sondern auch ein Mahnmal gegen den Klimawandel. Danke, Deutsche Bahn. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Lange nichts von ihr gehört, kann man an dieser Stelle tatsächlich mal sagen. Aber sie ist wieder da. La Fee. Wo war sie bloß die ganze Zeit? La Fee war das Teenie-Idol der Nullerjahre. Was sie anfasste, wurde zu Gold. Nummer 1 Alben, Echo, goldene Stimmgabel, Bravo Otto. Und dann 10 Jahre Stille. Jetzt ist La Fee zurück. Mit Popklassikern auf Deutsch und Rock Me Amadeus, einem Duett mit Falco. Was hat sie die letzten Jahre gemacht? Musste sie einfach mal abtauchen? Brauchte sie eine Typveränderung? Und wo ist ihr Gesichtstattoo geblieben? Na, sagst uns, La Fee. Unglaublich! Da sitzt sie, da ist sie wieder, La Fee! Hi! Schön, dass du da bist. Ja, cool. 10 Jahre einfach von der Bildfläche verschwunden, bedeutet eigentlich auch, wir müssen jetzt erstmal erklären, was oder wer ist denn La Fee überhaupt? Wie machst du das? Wenn heute Leute auf dich zukommen und fragen, was war La Fee vor 10 Jahren? Was ist das gewesen damals? Du, dann sage ich das, was es war. Ich habe angefangen, als 15-Jährige zu singen, habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Mhm. Aber irgendwann habe ich realisiert, dass das alles ziemlich viel Arbeit für mich war zu meinen jungen Jahren. Und dann musste ich ein bisschen abtauchen, so wie das eben schön im Clip gezeigt wurde. Und mal ein bisschen atmen und mal ein bisschen erwachsen werden, weil ich ja mit 15 angefangen habe. Und das ging so, bis ich 19 war, richtig steil bergauf die ganze Zeit. Und jeder, der ein bisschen in der Branche unterwegs ist, weiß, was das heißt. Immer wenn du so on the top bist und im Fokus stehst, das hat mich irgendwann müde gemacht. Jetzt bist du 21 und bist wieder da. Oh. Dankeschön. Ja, Komplimente kann er. Also es ist tatsächlich, also zynisch könnte man sagen, jetzt ist Geld alle und jetzt bist du wieder auf der Bühne. Aber das ist es nicht. Nein, es natürlich ist tatsächlich einfach nur die Liebe zur Musik, warum ich wieder da bin. Wenn du sowas im Herzen trägst, was dir Spaß macht, genauso wie für dich das hier, ja, dann trägst du das einfach in dir, egal was ist. Ich habe ja zwischendurch Schauspiel mal ein bisschen probiert, ein bisschen Musical probiert, aber das war irgendwie nicht das, was mein Herz erfüllt hat. Und jetzt bin ich halt wieder da mit meiner Musik, also mit Hits aus den 80ern auf Deutsch neu interpretiert und habe halt da mein ganzes Herz und meine ganze Seele reingelegt. Hast du darüber nachgedacht, den Namen auch abzulegen und nochmal auch, was das angeht, anders zu starten? Oder? Tatsächlich habe ich darüber gar nicht nachgedacht, weil ich mit 15, frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber mit 15 bin ich irgendwie darauf gekommen, mir einen Künstlernamen zu geben, weil ich das nicht als gute Idee empfand, mich Christina zu nennen. Weil es gab Christina Aguilera, Christina Stürmer, zu große Konkurrenz. Und da dachte ich so, okay, ich grenze mich ab. La Fee gibt's nur eine. La Fee gibt's nur eine. Gibst du bei Google ein, gibt's nur eine La Fee. Ja, das stimmt. Obwohl, nee, es gibt noch einen Absinth, glaube ich, der heißt La Fee. Also, das muss ja keine schlechte Kombination sein. Ja, richtig. Ja. Siehst du? Ich habe meine Parodie auf dich gemacht, vor sehr, sehr langer Zeit. Ja? Ja? La Pummelfee hieß ich da. Aber das ist, das ist eine andere Geschichte. Okay. Und du hast quasi auch aus dieser Vergangenheit was mitgebracht, was gar nicht mehr gibt. Das hier, liebe Kinder, ist eine CD. Die machst du tatsächlich noch so richtig. Die kann man noch so richtig kaufen, CDs bei dir. Du tatsächlich, und es gibt sogar nicht nur diese CD, sondern ich wollte es richtig oldschool haben. Du hast noch eine DVD. Sogar eine MC. Eine MC? Eine Kassette. Also jeder, der vielleicht noch weiß, was das ist,
etwas, was man in einen Kassettenspieler reinpackt. Wir schauen mal rein, was du da mit Falco gemacht hast. Weil ja. Das ist stark. Schauen wir mal. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihm liebten alle Frauen. Und jede Dritte kam mit Rock mir immer quer. Er war Superstar, er war so populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock. Featuring Falco, Rock Me Amadeus. Also ich kenne Geschichten über die Nachlassverwaltung von Falco. Mhm. Wie begeistert sind Sie denn, wenn da auf einmal jemand kommt und sagt, ich war mit 15, habe ich mal Lieder gesungen, ich würde gerne Rock Me Amadeus, den größten Hit von Falco, nehmen, um damit zurückzukommen, damit Leute mich auch wieder mögen. Du, tatsächlich war ja das nicht der Grund, warum wir quasi dahingegangen sind, sondern der Grund war, etwas mit aufs Album zu nehmen, was auch so ein Stück weit polarisiert. La Fee hat immer polarisiert, Falco hat damals polarisiert, das war einfach ein guter Match. Und die Erbengemeinschaft hat tatsächlich, was aus Anwälten etc. pp. Besteht, mhm. hat zu uns gesagt, das sind die Worte, die uns zugetragen wurden, das wäre in Falcos Sinne gewesen. Dementsprechend mache ich das mit einem reinen und guten Herzen. Und wenn du weißt, wo das Geld hingeht, was am Ende eingenommen wird, mache ich es doppelt mit einem guten Herzen, weil alles, was mit dieser Falco Rock Me Amadeus Nummer gerade passiert, läuft 1:1 in eine Falco-Stiftung rein und die fördert wiederum junge Nachwuchskünstler, die auch musikalisch durchstarten wollen. Also mache ich das alles nicht in meine Tasche, sondern in andere Taschen. Gibt es da erste Reaktionen von Falco-Fans? Die sind ja da... Was soll ich dazu sagen? Okay. Also... So, wenn ich unter mein TikTok-Video gehe, dann sind ungefähr von 500 Kommentaren wahrscheinlich 380 negativ. Ja. Und der Rest sind positive Kommentare. Genauso ist es bei Instagram und Facebook. Aber hey, das muss auch sein. Und mittlerweile bin ich so drauf, dass ich wirklich unter jedem Post kommentiere und like trotzdem, weil ich mir denke, so jedem das Seine, man muss es nicht lieben. Ne? Die Zusammenstellung auf dieser Platte, hat die ein Konzept? Die hat tatsächlich ein Konzept. Liebe aus meinem Herzen. Wow. Ja. Das ist das Motto dieser Sendung im Übrigen auch. Das ist es. Deswegen bin ich hier. Tournee und so weiter hast du wahrscheinlich dann aber auch vor, oder? Habe ich tatsächlich auch vor, aber jetzt gerade ist alles so ein bisschen schwierig, ne? Mit Corona und so weiter und so fort. Also wenn überhaupt, dann erst nächstes Jahr. Weil wenn, will ich das auch, wenn es möglich ist. Bis dahin hoffe ich auf jeden Fall, dann auch gerne wieder in Gesichter gucken, so wie in dein Gesicht ohne Maske. Ja, ja. Dass man ein Lachen erkennen kann oder ein Grummeln erkennen kann oder was weiß ich. Das mit Maske ist, das ist alles schön und gut und jetzt in Ordnung. Aber irgendwann möchte ich gerne wieder diesen Moment teilen, wenn wir uns sehen können. Und wo kriegt man dieses Wandertattoo, das von deinem Gesicht auf die Hand marschiert ist? Du, also, ja, ich weiß, also, es hat sich umverwandelt in einen Schmetterling. Ja. Der fliegt ganz gerne manchmal. Nein, tatsächlich kriegt man dieses Tattoo gar nicht mehr. Das war ein Abzieh-Tattoo. Also, wir haben es Anfang... Das müssen wir an dieser Stelle... Nee, das ist aber wirklich wichtig, dass du nochmal sagst. Weil, weißt du, was da für Diskussionen früher gab? Ja. Es gab so kleine Mädchen, die dachten, wenn die das im Fernsehen hat, dann lasse ich mir auch ein Gesichtstattoo machen. Ja. Wie viele Mütter verzweifelt geschrien haben, das ist ein Tattoo! Ja. Lass es! Ja, und damals sind wir gut, Gott sei Dank, mit der Bravo zusammengekommen, haben für alle Mütter die Lösung gehabt. Wir haben nämlich so ein Abzieh-Tattoo in die Bravo gepackt, sodass wahrscheinlich jede Mutter so 50 Bravos kaufen musste, damit jedes Kind irgendwie 50 Mal dieses Ding ins Gesicht klatscht. Also, meine Liebe, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ein starkes Projekt. Ich wünsche dir viel Erfolg und auf dass die nächste Platte nicht wieder 10 Jahre dauert. Ja, ne, hoffentlich nicht. La Fee bei uns. Dankeschön. Nächste Woche hier bei mir zum intellektuellen Duell. Benjamin von Stuttgart-Barre, live von der Abendshow. Freue mich drauf. Kommt gut durch die Nacht.